Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen am Winter Village Hauptbahnhof und zum zweiten Teil unseres Winterdorfes 2021. Bitte verlassen Sie schleunigst unseren Winterexpress, vergessen Sie nicht am Schalter die Kurtaxe zu bezahlen, gerne empfehlen wir Ihnen unseren Kakao zu überhöhten Preisen auf unserem Weihnachtsmarkt. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges! Jo, liebe Leute! Und da sind wir auch schon wieder hier. Schön, dass ihr wieder da seid. Zum zweiten Teil. Ich würde sagen, wir schauen mal rum, was wir hier alles schon bis jetzt getrieben haben. Und dann lassen wir am Ende nochmal ein bisschen den Zug fahren, hauen uns ein bisschen Beleuchtung dazu rein und dann sehen wir weiter. Also als erstes blende ich mir hier mal so rein. Für einen kleinen Überblick haben wir schon unseren Hauptbahnhof hier wieder stehen. Wir haben die Feuerwehr dort. Das Lebkuchenhaus, das Elfenclubhaus. Ein bisschen was zum Schlittschuhlaufen. Die Zugstrecke. Moment, ich falle mal weiter. Der nervt hier gerade hier ein bisschen, ne? So. Und dann schauen wir mal im Gesamten. Wie gesagt, Feuerwehr, ein paar Tannenbäume, den Bahnhof, Tamina und ich stehen hier auch schon und begrüßen unsere Gäste. Jemand, der hier am Schnee schippen ist, muss ja alles seine Ordnung haben. Und dann gucken wir uns mal genauer den Weihnachtsmarkt an. So, wir haben hier mitten im Dorf einen kleinen Weihnachtsmarkt, Dorfplatz, um einen großen Tannenbaum gebaut. Mit ein paar Geschenken hier vorne haben wir einen Live-Musiker. Einer ist am Singen, einer am Klavier. Da gibt es auch schon leckere Süßigkeiten. Dann schauen wir mal hier rum. Da gibt es dann weitere Leckereien, wie zum Beispiel... Hier frische, leckere Backwaren, Donuts, Kekse, alles was man braucht. Nochmal ein Stand mit heißem Kakao. Eis gibt es hier auch. Und dann haben wir hier sogar noch ein Rentier. Wird auch gerade gut sich drum gekümmert. Na, kriegen wir es drauf von dem Elfen. Und ansonsten stehen hier schon die Kids an und freuen sich darüber, weil der Weihnachtsmann ihnen schon Geschenke gibt. Und der liebe kleine Elf hilft ihnen auch dabei. Dann haben wir hier noch eine kleine Eishockeyfläche. Jetzt bleibe ich hier an meinem Bahnhof hängen. So, hier hinten wird noch viel passieren. Hier vorne kommt zum Beispiel noch Center Visits hin. Das steht da gerade noch auf dem Sofa. Und was ich definitiv noch machen werde, hier noch so ein bisschen mehr Struktur reinkriegen. Wenn wir dann hier rüber schauen, haben wir schon mal keinen Parkplatz für die ganzen Schlitten und Snowmobile. Hier hinten in der Ecke haben wir auch schon mal so eine kleine, ja, ist ja keine Skischanze, ist so ein kleiner Berg, wo man runterrutschen kann, die Kids freuen sich. Im Gesamten sieht das dann im Moment so aus. So, ich mache jetzt mal das ganze Licht an und dann lassen wir nochmal den Zug fahren. Bis gleich. Und da funkelt und blinkt es auch schon überall. Ganz schön. Was jetzt noch fehlt, ist aktuell die Beleuchtung vom Elfenclubhaus, die Beleuchtung von der Feuerwehr und natürlich von Center Visage. Die schauen wir dann mal.
Ja, ich sag schon mal Tschüss. Es wird ja gleich ein bisschen lauter, wenn der Zug rollt. Ich hoffe, das Video euch hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne Kommis und Abos da, falls ihr neu auf meinem Kanal seid. Wenn ihr Ideen habt, was ich hier noch einbauen kann, gerne unten runterschreiben in die Kommentare. Ich freue mich über alles. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis denn dann. Tschüss.